Sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen, egal ob beim Erkunden der neuen Heimat oder nach knapp 60 Minuten voller Power im Wasser. Mit dem Wechsel zu den Wasserfreundinnen Spandau 04 hat die Karriere von Isabel Riley ein neues Level erreicht. Sie ist wirklich immer motiviert und fröhlich beim Training und mit ihr hat man auf jeden Fall immer Spaß, ob sie tanzt oder einen Scherz macht. Also ja, ohne sie wäre es auf jeden Fall nicht so unterhaltsam. Als Tochter einer Argentinierin und eines Amerikaners erblickt Riley 1997 in Houston, Texas das Licht der Welt. Die Liebe zum Wasserball wird ihr quasi in die Wiege gelegt, denn ihr Vater ist als Coach tätig. Und Gesprächsthemen über den Sport sind beim Abendessen schon Standard. Most of my babysitters were like his high school girls that he coached. So I got into water polo that way and I've been really playing it ever since. Unter anderem beginnt sie bei den Viper Pigeons, bis es sie im Alter von 15 Jahren nach Spanien zieht. Dort macht sich Riley mit ihrer Spielweise für die argentinische Nationalmannschaft interessant. Allerdings sollen noch einige Jahre bis zum größten Erfolg der Nationalelf vergehen. We were able to qualify for our first ever World Championships in Budapest and we ended up ranking 12th in the world, so that's the highest that we've achieved so far and that's really been a huge highlight for us. Doch das war's noch nicht und vermutlich noch lange nicht. Isabel ist erst 25 Jahre alt und hat schon einen Bachelor in Psychologie, einen Master in Human Resources und jetzt eine Anstellung bei einem kalifornischen Technologieunternehmen in der Tasche. Seit Dezember letzten Jahres ist sie für die Wasserfreundinnen aktiv. Neben ihrer Polyvalenz zählen die Geschwindigkeit sowie das Zweikampfverhalten im 1:1 zu ihren großen Stärken. Isa bringt immer gute Laune mit ins Training und auch bei den Spielen ist sie immer positiv gestimmt und pusht einen immer. Und auch gerade den Jüngeren gibt sie viele Tipps. Seitdem die argentinische Nationalspielerin die Schöneberger Sport- und Lehrschwimmhalle zum ersten Mal betreten hat, schwebt ihr ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. One of the biggest goals is to win our cup final and that's coming up in a couple of, what is it, a week. So we're really excited for that and hoping to be super concentrated and prepared for that weekend. Mit dem 19:9 Erfolg gegen den SSV Esslingen kommen die gebürtige Texanerin und ihre Teamkolleginnen dem deutschen Pokalwettbewerb schon einen Schritt näher. Doch für Riley gibt es auch eine Zeit ohne den Nervenkitzel und die ständigen Höchstleistungen im Becken. Sie liebt es, neue Orte in Berlin zu entdecken. Ganz oben auf ihrer Bucketlist stehen Museumsbesuche. Und auch wenn sie erst seit knapp 4 Monaten hier ist, hat sie jetzt schon einige von ihrer Liste abhaken können. So, it's a really fun spot for me to be able to just learn a bit more about history in general and also the city of Berlin. Also the architecture is just stunning. Mit der argentinischen Nationalspielerin haben die Wasserfreundinnen einen echten Glücksgriff gelandet. Schließlich hat sie immer ein Lächeln auf den Lippen, ob nach 60 Minuten voller Power im Wasser oder beim Erkunden der neuen Heimat.